Also Wahnsinnsschuss, also unhaltbar. Unhaltbar, da hätte ich auch Manuel Neuer im Tor haben können, also der wäre drin gewesen. Wahnsinn, Wahnsinn. Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Ründchen FIFA 15. Und wir werden heute wieder ich wollte Alomerovic mal spielen lassen. Wir machen jetzt Alomerovic. Alomerovic, genau. Werden Roman Weidenfeller auf die. Die haben jetzt bei. Oh, 8, Rio hat sogar bis 78, egal. Werden jetzt Weidenfeller auf die Bank mal setzen. Und Kevin Campbell. Wir bringen Kagawa auf rechts und. Ne, beziehungsweise, Moment. Kagawa geht nach vorne für Nolito. Nolito geht raus für Nuri Sahin. Und Mkhitaryan geht raus für. Wo ist er denn? Wo ist denn jetzt? Ah, hier, Campbell. Hornschuh hat ein richtig gutes Spiel gemacht, letztes Spiel. Hummels, Moment, Sokratis wechsle ich ein für Piszczek und Hummels geht raus für Sokratis, Hornschuh wechselt auf links und Kapitän wird dann Reus gleich, Moment, Mkhitaryan geht raus, für ihn kommt Gündogan auf die Bank, Kevin Große, Jojic, Kirsch, obwohl ich würde mal Kirsch gern von Anfang an spielen lassen. Kirsch ist ein richtig guter Spieler und ich würde gern Ginter. Oh, das war falsch. Ich würde gern Hornschuh so rumfischen, genau. Hornschuh und Ginter in der Mitte. Dann Sokratis nehme ich mal raus. Für ihn kommt. Heute machen wir mal so ein bisschen Reservisten. Gündogan ist auf der Bank und dann hätte ich gerne. Campbell, Sahin, da hätte ich gern. Wo ist denn jetzt? Hätte ich gern einfach mal Kirsch von Anfang an. Also heute ist alles neu. Kapitän machen wir heute Reus. Der ist die Vertretung für Hummels. Und Elfmeter machen wir jetzt einfach mal. Reus ist einfach eine geile Sau. Linke Ecke machen wir mal Durm. Moment, Durm ist Linksfuß, ne? Nee, wir machen die rechte Ecke Durm. Langer Freistoß. Ja, das passt alles. So, jetzt haben wir hier großartig fast 3 Minuten lang geplant. Und jetzt werden wir aber das Spiel starten. Marco Reus. Ramos und Kagawa ein bisschen schwächlich da vorne, aber das ist kein Problem. Wir werden es mal gediegen angehen lassen gegen Augsburg. Wir spielen heute zu Hause im Signal Iduna Park. Ja, und wie ihr gesehen habt, heute ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen und überspitzt, die Reservisten. Also wir haben Hornschuh hinten in der Verteidigung. Der hat gegen Stuttgart ein gutes Spiel gemacht, ein sehr gutes Spiel. Dann haben wir Ginter. Erik Durm natürlich auf links, also Erik Durm, Top-Spieler. Wir haben Olli Kirsch im Mittelfeld, neben Kevin Campbell. Marco Reus über links, auch unser Kapitän. Rechts Aubameyang und vorne im Sturm links Kagawa und rechts Adrian Ramos. Achso, und im Tor habe ich natürlich vergessen, tut mir leid. Im Tor haben wir Alomerovic. Auf der Bank haben wir dann für ihn Weidenfeller, wir haben Schaar auf der Bank, ja, auch ein, ich sage jetzt mal, ein Reservist. Den werde ich ja wahrscheinlich schon bringen, weil Hornschuh, ich sage, ja, schon ein bisschen geschwächelt ist. Geschwächelt, was für ein Wort, hey. Ein bisschen geschwächt ist vom letzten Spiel, da hat sich da echt einen abgekämpft. Und ich muss auch, soweit ich das in Erinnerung habe, war Hornschuh der einzige Verteidiger, der keinen einzigen Spieler, oder keinen einzigen Gegner, der bei ihm angekommen ist, durchgelassen hat. Ja,
Gut, Erik Durm natürlich auch nicht. Ja, Mats Hummels hat, glaube ich, ein, zweimal geschwächelt. Gut, Sokratis. Auch immer eine feste Garantie für Sicherheit. Aber heute mal Piszczek für Sokratis über rechts. Für Hummels steht Ginter. Hornschuh bleibt drin und Durm immer noch auf links. Ja, und ansonsten sind es so die üblichen Verdächtigen und mein Ball vibriert gerade schon gegen. Wir haben Anstoß von links nach rechts. Es geht los. Pass auf Campbell. Haben wir auch schon lange nicht mehr spielen lassen. Oh, da hätte ich früher schießen. Was ist denn los mit mir? Was ist denn los mit dir? Da gibt es irgend so ein Lied. Campbell. Sehr schön auf Ramos. Oh, der war aber nicht wirklich stark, der Schuss im Ansatz. Ist natürlich umso besser. Der ist ihm irgendwie vom Fuß gerutscht oder so. Aber umso besser, wir haben jetzt Eckball. Erik Durm. Ach, Erik Durm ist Rechtsfuß. Das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, der wäre Linksfuß. Unfassbar. 1:0 Borussia Dortmund in der 5. Minute durch Kinder. Mensch, da bringt man einmal einen Kerl auf den Platz. Also ich glaube, man hat es auch in meiner Reaktion gesehen. Ich konnte es irgendwie selbst gerade nicht fassen, weil ich habe den Ball so hinterher geguckt, wie der so ins Tor fliegt. Und der Torwart guckt auch hinterher. Unfassbar. Unfassbar. Erik Durm, super Flanke auf Günther und der macht ins lange Eck. Grandios. Dortmund führt in der 6. oder ne, 5. Minute, ne? 5. Minute mit 1:0. Das ist natürlich schon mal, das ist ein Start. Das ist ein Start, so kann man das lassen. Oh, sein erstes Bundesliga-Tor. 6. Minute, okay. Sehr schön. Da freut sich's Herzl. Wir bleiben weiterhin ausgeglichen. Ramos. Ah, der geht immer. Ach, der. Oh. Wow, wow, wow. Campbell, komm. Ah, schade. Räusch dich auf, ich brauch dich. Ah! Komm her! Gib den Ball her. Was war denn das? Ach, mein. Ah, schade. In der Mitte war Ramos immer wieder schön, immer wieder gut für ein Kopfballtor. Ah, nee, das war nix. Ach, verdammt. Ich komme aber auch nie wirklich zum Abziehen. Ach, das war nix, Kirschi. Campbell. Scheiße, da gehe ich einmal mit Durm rein. Aber kein Problem. Sehr schön, Durm. Zwei zu null Borussia Dortmund durch Adrian Ramos in der 23. Spielminute. Wahnsinn rausgespielt. Super. Und der Freundentanz. Wahnsinn, oder? Wundervoll. Heute läuft's.
So kann es weiterlaufen. Unsere Fans feiern uns. Und wir feiern uns selbst. Ich hoffe, dass Wolfsburg heute nur unentschieden spielt oder sogar verliert, weil dann ziehen wir dran vorbei und sind dann auf dem zweiten Platz. Das wäre natürlich extrem cool. Oh! Komm schon, Campbell. Übrigens, Kevin Campbell, ein sehr guter Einkauf, also jetzt bezogen auf den echten BVB. Ich glaube, wenn der mal so richtig so sein Potenzial auspackt. Wenn der mal sein Potenzial richtig auspackt. Ich glaube, also Kevin Campbell ist echt ein super Spieler. Der kann vor allem sowohl defensiv als auch offensiv und der Hammer. Also ein richtiger Allrounder. Ah, Ober. Nee, war das Ramos? Das war Ramos. Wow, 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 wow. Alomerovic. Sehr gut. Guter Mann. Ja, also ich muss auch sagen, Kevin Campbell gefällt mir echt gut. Cooler Typ. Torwart. Sehr schön. Jetzt mal Piszczek über rechts. Ach, da muss aber auch immer ein Augsburger noch einen Fuß zwischendrin haben. Ja, nein! Warum steht denn eigentlich Campbell so weit hinten? Ah, da war... Ja, ich weiß nicht. Sehr schön, Ginter. Oh. Das war vielleicht ein bisschen übermütig. Aber gut, Erik Dumm darf auch mal einen Fehler machen. Sehr schön, Hornschuh. Und jetzt über rechts, Ober! Oh, Kirsch! Oh, 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 oh! Alter! Was ein Ding. Ah, zum ersten Mal hat Hornschuh da hinten nicht dicht gehalten. Das ist, ja. Das stimmt mich jetzt nicht wirklich freudig. War aber auch ein... Wow, also wow. Wow, 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 guck dir... Also da krieg ich sogar echt Zapper. Ja. Also Wahnsinnsschuss, also unhaltbar. Unhaltbar, da hätte ich auch Manuel Neuer im Tor haben können, also der wäre drin gewesen. Wahnsinn, Wahnsinn. So, jetzt bleiben wir hier mal ein bisschen ruhig, damit wir einfach... Oh, also ich muss, glaube ich, Ramos rausnehmen, der stresst mich ein bisschen. Kinder? Hallo? Wir wollen uns ja kein Unentschieden einfangen jetzt noch. Marco? Ah, okay. Halbzeit. Ja, also steht ja 2-1. Ist ja noch gar nichts verloren und selbst wenn es unentschieden stehen würde, wäre sowieso nichts verloren. Aber ich muss auch sagen, Respekt, dieser Anschlusstreffer von Augsburg. Von Baba. Der Schuss war echt Baba von Baba. Ja, ich muss echt sagen, der geiles Tor. Respekt. Ja, Ramos sieht man schon, dass er echt blatt ist. Jetzt muss ich mal gucken.
könnte Aubameyang für Ramos bringen. Ja. Campbell auf rechts außen und dann. Jojic. Also Ramos raus, Jojic kommt rein. Aubameyang geht in die Spitze vor zu Kagawa. Campbell auf rechts außen für Oba und in die Mitte Jojic. Alter. Shinji, du hättest dich fallen lassen sollen, als du gestrauchelt bist. Sehr schön, Einwurf. Wow! Ich wollte auf Campbell. Da krieg ich doch, also nee! Mann, was für eine saustarke Kombi eben, ey. Was war? Alter Opa! Was ist mit dir los? Da musste nicht mal der Torwart eingreifen. Mann, ich krieg gleich zu viel. Ich wechsle aus. Und zwar Hornschuh geht raus und für ihn, ich würde gern Schar spielen lassen. Subotic? Nee, ich bring Schar. Ich vertraue jedem meiner Spieler. Und jetzt Turbo-Ober. Oh, Kagawa, ganz ehrlich. Ach du scheiß Torwart, bleib doch in deinem Tor drin, hey. Jetzt werde ich aber langsam grandisch. Sehr schön unter Druck gesetzt. Nächstes Spiel, wie ja schon angesprochen, im Signal Iduna Park zu Hause. Das Ruhrpott Derby. Dortmund gegen Schalke. Und Hornschuh geht raus. Gutes Spiel gemacht. Schar kommt für ihn rein. Sehr, sehr schön, meine Damen und Herren. Achso, ich habe Einwurf. Ah! Der war ein Traum! Und dann steht der Kagawa, der ist doch klein! Oh. Ja, das ist auch in Ordnung. Ah, fuck. Er war ein Schritt zu langsam. Ich hatte schon die Taste gedrückt für zum Lupfen. Was war das? Abseits, oder? Ja. Sehr schön.
Guter Einsatz, Jovic. Aber der Torwart war noch dran, ne? Ja, sehr schön. Ja, das war blöd. Kagawa war schon zu weit vorne, musste dann jetzt zurücklaufen und war nix. Das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Kinder. Sehr schön. Och, Kagawa, weißt du? Hey, Schiri! Mann! Da werde ich jetzt aber langsam grandisch. Echt, also. Da wurde er gerade eben. Nee. Shit. Campbell hinten, okay. Mitte, geh einer in die Mitte. Torwart! Alter! Warum kommt der Kack-Torwart nicht raus? Abseits, ja, trotzdem, auch wenn es abseits war. Da drücke ich drauf, dass der Torwart rauskommt und dann bewegt er seinen Arsch nicht raus. Da könnte ich echt platzen. Jetzt wechsle ich erstmal aus. Gündogan kommt für Kirschkirsch, der hat auch schon einiges gearbeitet heute. Ich bin gerade echt unzufrieden mit euch. Vor allem, wenn es kein Abseits gewesen wäre, würde es jetzt 2-2 stehen. Gut, dann würde es halt 2-2 stehen, aber das war echt, also, so wie wir angefangen haben, ja. Jo, und ist wieder keiner dabei. Ach, Joje. Ach, das war doch kacke. Die ganze Zeit renne ich dem Gegner hinterher. Und dann macht er eine Vollbremsung in dem Moment, wo ich den Ball weggrätschen will. Und dann. Ah, Gott, da krieg ich doch zu viel, hey. Jungs, den Hammer. Torwart? Sehr schön. Sehr schön, Kagawa. Sehr schön nachgesetzt. Komm, Jovic. Oh, Kimmel! Ach, ist Schlusspfiff. Ach so, okay. Mann. War ein sehr impulsives Spiel für mich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Pressekonferenz. Mach mal ein FC Schalke. Wir verunsichern sie. Und wir springen zum nächsten Spiel.
was haben wir jetzt? Ein Vorschalttrainer. Ja, klar. Also gegen Schalke will ich auf jeden Fall Roman Weidenfeller spielen lassen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und Almerovic geht auf die Bank für Inko Rio. So, Reus, Kagawa, Ramos, Aubameyang, Campbell, Kirsch. So, pass auf, Kirsch, Gündogan. Hornschuh, tut mir leid, aber ich brauche jetzt hier... Schmelzer kommt jetzt rein, weil Durm hat schon eins geleistet. Piszczek, Ginter. Dann möchte ich hier Subotic. Dann Campbell, Aubameyang, Blaszczykowski, Ramos, kommt Immobile. Und für Kagawa kommt Nolito. Also die Creme de la Creme heute auf dem Platz. Dann haben wir... Mkhitaryan bringen wir mal hier auf die Auswechselbank für Kirsch. Dann bringen wir Sokratis für Ginter. Wir bringen Kevin Großkreuz für Nuri Sahin. Wen haben wir sonst noch so? Gut. Also das ist unsere Aufstellung von Anfang an. Jetzt ist aber natürlich, Moment, Kapitän ist wieder Hummels. So, also das ist unsere Aufstellung, die Creme de la Creme, wir wollen ja auch das Derby gewinnen. Wir sind aktuell auf Platz 2, 10 Punkte hinter Bayern, schauen wir mal, ob uns da noch was gelingt. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert, kommentiert und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal zu Let's Play FIFA 15.